Hallo, in diesem Video möchten wir die Kopierfunktion einer Task Alpha 3252 CI etwas genauer erklären. Über den Startbildschirm kommen Sie ganz einfach in die Kopierfunktion. Sie können das auch über diese Taste starten. Funktioniert genauso. Jetzt haben Sie hier eine Ansicht der Standardeinstellungen. Hier wäre die Maschine grundsätzlich auf Schwarz-Weiß gestellt. Das kann man ändern. Sie können auch grundsätzlich eben die mehrfarbige Kopie als Standard einstellen. Wenn etwas geändert wurde, wird es blau hinterlegt. Das heißt, wenn ich hier auch den Zoom zum Beispiel verändere, hier haben Sie einen Auswahlbereich von 50 bis 200, könnten aber auch über mehr zum Beispiel 400% eingeben. Würde die Maschine auch machen. Das ist auch das Maximum. Also Sie können im Endeffekt von 25, dem Minimum, bis 400 das Maximum gehen. OK bestätigen. Dann sehen Sie auch hier, wieder blau hinterlegt, haben wir geändert. Im Normalfall macht man aber eine 100% Kopie. Ich möchte ja das 1:1 so haben, wie ich es eingelegt habe. Die Papierauswahl wäre standardmäßig auf Automatik gestellt. Das heißt, die Maschine würde, wenn eine Kassette leer ist, automatisch auf die nächste Kassette mit dem gleichen Papierformat springen. Hier sehen Sie auch die Füllstände, eben diese kleinen grünen Balken. Je mehr grüne Balken, desto mehr Papier ist drin. Die Maschine hat auch dafür einen Sensor. Das heißt, die unteren Fach 3 und 4 sind fast leer oder komplett leer. Und im Fach 1 habe ich A4, im Fach 2 A3 und A3 ist fast voll. Weiter noch habe ich hier die Universalzufuhr. Die befindet sich auf der rechten Seite. Ich kann hier zum Beispiel Briefkuverts oder eben schweres Papier anlegen. Oder zumindest irgendwelche Papiere, die nicht so häufig vorkommen. Da machen wir die Automatik oder wählen einfach Fach 1. Wir wissen, wir haben A4, alles klar. Fach 1, A4. Duplex, für viele sehr wichtig. Standardmäßig würde ich eine einseitige Kopie machen. Ich kann aber auch einstellen, dass ich eine einseitige Vorlage habe zum Beispiel. Das heißt, ich habe zwei Einzelblätter, die nur auf einer Seite bedruckt sind. Und die Maschine macht mir eine doppelseitige Kopie. Das heißt, nur ein Blatt, aber vorne und hinten bedruckt. Das gleiche kann ich auch andersrum machen, das heißt, ich habe eine doppelseitige Vorlage und möchte zwei Einzelblätter, die nur einseitig bedruckt sind. Das wäre dann zweiseitig auf einseitig. Im Normalfall haben Sie aber eine doppelseitige Vorlage und möchten diese auch wieder doppelseitig bekommen. Dann dies zweiseitig auf zweiseitig. Im unteren Bereich haben Sie bei allen Einstellungen, das heißt bei Kopieren, Senden und Fax, weitere Auswahlmöglichkeiten. Hier haben Sie zum Beispiel die Original- und Papiereinstellungen. Das heißt, ich könnte hier ein fixes Papierformat einstellen. Im Normalfall ist es auf Automatik. Bringt den Vorteil, Sie können einfach ein A3 anlegen und die Maschine erkennt, dass es ein A3 ist und zieht automatisch A3-Papier. Wenn Sie allerdings ein A3-Papier haben, möchten aber nur eine Hälfte davon kopieren, das heißt nur eine A4-Kopie machen, dann würde es Sinn machen, eben hier direkt A4 anzugeben. An den kleinen Symbolen erkennen Sie auch immer, ob es Querformat ist. Hier zum Beispiel Querformat, hier A4 Hochformat. Und Sie haben auch hier immer eine kleine Vorschau. Im Normalfall steht es aber auf Automatik. Ja, und das macht tatsächlich in den meisten Fällen auch Sinn. Außer Sie haben größere Vorlagen und möchten kleineres davon kopieren. Dann bitte von Automatik weg aufs gewünschte Papierformat. Papierauswahl, die hatten wir auf der ersten Seite schon, da haben wir A4 ausgewählt, wiederholt sich dann hier. Ich könnte auch ungleich große Originale anlegen über diese Funktion, wird aber relativ selten genutzt. Dann habe ich hier noch die Originalausrichtung, hier auch mit kleinen Bildern, Hochformat oder Querformat, Standard wäre Hochformat, so ist es auch im Scanner angegeben. Gruppieren und versetzen. Das heißt, ich könnte die Ausgabe gruppieren lassen. Im Normalfall wäre es immer, wie hier auch angegeben, 1:1, 2:2, 3:3. Ich kann es aber auch entsprechend gruppieren lassen. Standard wäre eben, dass Gruppieren ein ist, was Sinn macht. Das heißt, wenn Sie eine Vorlage haben und lassen mit mehreren Seiten, lassen die kopieren, kommt immer ein kompletter Satz und danach der nächste komplette Satz. Heften bei den meisten Maschinen nicht möglich, weil kein Hefter integriert ist.
Aber ansonsten hätten Sie hier eben noch die Auswahl, ob Sie oben links, oben rechts oder doppelt heften möchten. Hier schon wieder wichtiger für Sie, Farbe und Bildqualität. Das heißt, ich kann hier die Helligkeit einstellen mit heller und dunkler. Kann auch in kleineren Schritten gehen. Kann hier das Originalbild auswählen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine Fotovorlage haben und möchten diese kopieren, macht es Sinn, eventuell hier auf Foto zu stellen. Standard wäre Foto und Text. Das heißt, der Kopierer entscheidet selbst, was er für eine Einstellung wählen würde. Sie können auch EcoPrint einstellen, standardmäßig deaktiviert. Wenn wir das aktivieren, sparen wir eben Ressourcen, sparen an Toner, die Ausdrucke werden aber heller. Farbauswahl haben wir auch schon, haben wir schon eingestellt. Hier können Sie von Autofarbe, was der Standard wäre, auf mehrfarbig schwarz-weiß oder nur eine Farbe stellen. Und bei einer Farbe können Sie dann auch auswählen, welche Farbe Sie wollen. Das heißt, ich könnte hier sagen, okay, ich mache jetzt alles in Gelb, alles in Magenta, alles in Grün. Vielleicht für Flyer-Handzettel interessant, aber ansonsten Autofarbe. Ja, Sie können noch von der Farbbalance, Balance, von der Schärfe diverse Einstellungen machen. Das geht auch hier über mehrere Seiten. In den meisten Fällen verändert man hier aber eher nichts. Bei Layout haben wir hier nochmal den Zoom. Was unter Umständen interessant sein könnte, um Papier zu sparen, ist der Punkt Kombinieren. Hier könnte ich zum Beispiel 2 auf 1 oder 4 auf 1 machen. Das heißt, ich hätte bei 4 auf 1 zum Beispiel 4 A4 Vorlagen, die aber relativ groß gedruckt sind. Beispiel wären Präsentationen, solche Geschichten. Jetzt könnte ich diese 4 in den ADF einlegen und über diese Funktion diese jeweils so skalieren lassen, dass ich auf eine A4 jetzt diese 4 insgesamt bringe, die eben nach den vorgegebenen Mustern auf der Seite orientiert sind. Das spart natürlich Papier. Gerade bei Vorlagen, die mit recht großer Schriftart gedruckt sind, kann man das gerne tun. Rand löschen. Beim Buch zum Beispiel, da würde er einen bestimmten Bereich ausgrenzen, der, weil sie es nicht ganz flach auf die Platte pressen können, das Buch immer so leicht grau oder schwarz wird. Und damit kann man über dieses Randlöschen diesen schwarzen Streifen oder grauen Streifen vermeiden. Je nachdem, wo eben der Rand ist, können Sie das hier löschen. Macht man aber auch eher selten. Broschüre würde nur funktionieren, wenn Sie einen Broschürenfinisher haben. Haben wir leider nicht angebaut, können wir auch so nicht zeigen. Hier haben wir dann auch nochmal Schatten löschen. Zum Beispiel, wenn Sie ein Buch kopieren, das über A4 ist, aber nicht A3, haben Sie immer außenrum so einen kleinen schwarzen Schatten. Eben auf der Fläche, die nicht dem DIN-Format entspricht. Das kann man hier einstellen. Sie können auch noch Seitenzahlen hinzufügen. Haben dann auch noch diverse andere. Zum Beispiel einen Textstempel. Oder ein Poster. Auch ganz nette Funktion. Da können Sie ein Bild entsprechend vergrößern und das wird in einem gewissen Muster ausgegeben. Und somit können Sie auch einen Großformatdruck machen, in Anführungsstrichen. Bei erweiterten Einstellungen ist zum Beispiel der Mehrfachscan drin. So können Sie eine große Anzahl von Dokumenten in einem Aufgang, in einem Durchgang scannen. Das heißt, Sie legen immer Einzelblätter an und können immer wieder weiter scannen, weil normalerweise würde nach einem Einzelblatt gleich das Senden beginnen und so wartet er mit dem Senden ab, bis Sie ihm sagen, er soll senden, was den ganzen Prozess etwas beschleunigen würde. Ansonsten sind es hier hauptsächlich Spielereien, zum Beispiel Spiegeln, was Sie zum Beispiel bei T-Shirt-Folien benötigen würden, das ist eben Spiegeln, aber im Normalfall eher das selten der Fall, dass Sie sowas benötigen würden. Leere Seiten auslassen könnte man auch einstellen, ansonsten relativ viel, was man eigentlich so nicht gebrauchen kann. Also da empfiehlt sich tatsächlich, wenn Sie mal eine Spezialanwendung haben, die Anleitung zu bemühen. Ansonsten testen Sie sich da einfach durch. Kyocera hat es wirklich sehr schön gemacht. Die haben hier sehr viel bebildet und zur Not hat man auch über den Startbildschirm die Hilfefunktion, wo man dann nochmal nachlesen könnte.